Nach der Krise kommt die Chance, wenn man es zulässt. Aber in welche Richtung geht eigentlich der Weg? Diese Frage haben in den vergangenen Wochen sicherlich eine ganze Menge Leute gestellt. Und auch in den kommenden Wochen und Monaten wird diese Frage sicherlich bei vielen Organisationen, bei Politikern, bei Entscheidern ganz massiv im Vordergrund stehen. Gewisse Krisen, so auch die pandemische Krise der letzten Wochen und Monate, und die ist ja noch nicht vorbei, die wird immer dazu führen, dass gewisse Dinge in der Gesellschaft anders sind. Und einige werden an dem alten Krampfer festhalten und damit krachen scheitern. Und wieder andere wissen, dass sie etwas verändern müssen und werden sich auf den Weg zu neuen Ufern machen. Das heißt nicht, dass wir gleich immer alles einreißen müssen und alles komplett von neu anfangen, aber wenn man verharrt in dem Bereich, wo wir vorher waren, dann wird es sicherlich problematisch. In dieser dritten Folge des Restart Thinking Focus mit einer etwas veränderten Perspektive möchten wir uns diesem Thema nähern. Ich werde hier eine Vorstellung eines Verfahrens vornehmen, wie man herangehen kann. Natürlich nicht muss, es gibt eine vielfältige Möglichkeit, das zu tun. Aber ich möchte an dieser Stelle schon eines vorwegschicken. Die standardisierte, perfekte, implementierbare Lösung, um sich fit für die Zukunft zu machen, die gibt es nicht. Sie werden nicht umherkommen, ihre Kreativität einzusetzen, Mut einzusetzen und Dinge auszuprobieren, wo sie nicht wissen werden, ob sie funktionieren. Es gibt eine ganze Menge Leute, die werden versuchen, ihnen fertige Lösungen zu verkaufen. Das ist ein Ansatz, der weit verbreitet ist, weil er auch erstmal vordergründig komfortabel erscheint, aber er bringt ihnen am Ende nichts. Die Zukunft ist und bleibt ungewiss. Wäre es anders, dann wären Astrologie oder Wahrsagerei seriöse Berufe. Damit wir den Weg in die Zukunft beschreiten können, müssen wir überhaupt erstmal wissen, für wen wir etwas tun wollen. Die Zielgruppe ist immer eine Gruppe von Menschen, für die etwas entsteht, hergestellt wird und deren Bedürfnisse wir erfüllen wollen. Diese Gruppe von Menschen hat verschiedene Namen. Im Kontext von Wirtschaft oder Industrieunternehmen, in der Finanzwirtschaft oder ganz allgemein im Wirtschaftsumfeld heißen sie typischerweise Kunden. Im Bereich des Gesundheitswesens heißen sie Patienten oder in der Politik die Bürger. Es ist letzten Endes egal, wie sie diese Menschen nennen, aber sie müssen sie kennen. Diese Menschen können sich auch in ihrer Zusammensetzung immer wieder verändern. Das ist keineswegs homogen und die Bedürfnisse dieser Menschen können in der Tat sehr vielfältig sein. Und diese Bedürfnisse gilt es erstmal zu verstehen und damit meine ich keineswegs, dass man die Lösungen für diese Menschen versteht, denn die entstehen erst aus den Bedürfnissen und jetzt sind wir schon in einem sehr abstrakten Umfeld. Menschen haben Bedürfnisse und diese Bedürfnisse kommen aus einem Wertekontext. Dieser Wertekontext kann sehr vielfältig sein, weil er auch in heutiger Zeit auch eher internationaler wird. Und diese Bedürfnisse, wenn wir die richtig erfüllen und in einer Art und Weise, die für den Kunden angenehm ist, die für den Kunden akzeptabel ist, dann haben wir auch Erfolg. Die beste Lösung nützt uns nichts, wenn sie am Ende vom Kunden nicht als praktikabel angesehen wird. Und weil wir diesen Fehler immer wieder machen, muss uns klar sein, was das eigentliche Bedürfnis ist, denn das ist nicht die Lösung. Ich möchte das hier an einem Beispiel verdeutlichen. 2007 hat Apple, damals noch unter Steve Jobs, das iPhone auf den Markt gebracht und damit die Smartphone-Revolution ausgelöst. Apple hat damals überlegt, wie kann man Web-Anwendungen auf ein Mobilgerät bringen. Das war eigentlich so der Kern und der Aufhänger des Ganzen. Natürlich gab es Vorarbeiten wie schon den iPod, den Musikplayer, den es auch schon in allen möglichen Ausführungen gab, aber das war nur ein Zusatz zu einer eigentlichen Grundfrage, wie man Internet, Webseiten und Internet-Applikationen praktikabel machen kann. Denn die Ideen davor waren es keineswegs. Aber es gab keine anderen. Der Kunde hat letzten Endes das genommen, was es gab. Und das waren WAP-Seiten. Für diejenigen, die sich vielleicht daran nicht mehr erinnern können oder zu jung sind. WAP-Seiten waren Webseiten, die für briefmarkengroße Displays für Mobiltelefone optimiert waren und die mit der 9er oder 10er Tastatur bedienbar gemacht wurden. Sehr umständlich und keineswegs benutzerfreundlich. Nokia wählte einen anderen Weg. Nokia hat die bestehende Lösung, Tastatur und Monitor, verkleinert, miniaturisiert und auf ein Mobilgerät gebracht. Das Ergebnis war der Nokia Communicator, ein Bauklotz, der bestenfalls ein Statussymbol für ego-besessene Manager war, aber keineswegs praktikabel.
Es gab bis zum iPhone und bis zur Smartphone-Ära eben keine besseren Lösungen und Webanwendungen auf Mobiltelefonen waren kaum bis gar nicht etabliert und akzeptiert. Erst der Ansatz von Steve Jobs, der seine Entwickler dazu anwies, entwickelt mir ein Telefon, ein Mobilgerät, das webfähig ist mit keiner Tastatur und maximal einer Taste. Das Ergebnis war das iPhone mit dem Home-Button und auch der Home-Button ist, wie wir wissen, mittlerweile Geschichte. Es geht also nicht darum, dass wir die bestehenden Lösungen einfach weiterentwickeln. Wir müssen die neuen, richtigen, coolen Lösungen an die Bedürfnisse unserer Zielgruppe anpassen. Und da sich die Technologie auch immer schneller verändert, werden sich diese Lösungen auch immer schneller verändern. Die Bedürfnisse hingegen können über lange, lange Zeit, sogar Jahrhunderte oder gar Jahrtausende konstant bleiben. Das Bedürfnis, gesund zu leben, hat es schon immer gegeben. Die Art und Weise, wie wir diese Bedürfnisse lösen, haben sich natürlich im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden stetig weiterentwickelt. Und hier müssen wir zum Beispiel schauen, dass sich gewisse Bedürfnisse in ihrer Art grundsätzlich mal verändern. Spotify zum Beispiel hat ein Bedürfnis erst neu erzeugt. Das Bedürfnis am Markt, mit einem Streamingdienst Musik immer und überall einfach zu hören, war letzten Endes ein Ergebnis einer Annahme. Der Kunde selber hätte diese Antwort gar nicht geben können. Der Kunde hat es allerdings am Ende mit großer Begeisterung angenommen und mir als Musiker schmerzt es ein bisschen zu sagen, aber leider ist Streaming mittlerweile der allergrößte Teil, über 90% des Musikmarktes. Das kann man gut finden oder nicht, aber es ist nun mal so und es macht eben keinen Sinn, dagegen anzukämpfen. Genauso verhält es sich momentan auch in der Mobilität. Der Großteil der Kunden will zunehmend von A nach B und das möglichst komfortabel, spontan und bequem. Er will dafür nicht notwendigerweise ein Auto besitzen. Dieses alte Dogma, Individualmobilität gleich Auto besitzen, ist zunehmend überholt. Einige haben das verstanden, andere nicht. Eine Möglichkeit, wie wir uns in diesem Verfahren jetzt Schritt für Schritt nähern können, ist die Relationsmatrix. Ich habe dieses Verfahren mit den Jahren mit Anwendung vor Ort bei Kunden entwickelt und habe es aber auch nicht komplett selbst erfunden, sondern eine bestehende Idee aufgegriffen und weiterentwickelt. Grundlage für die Relationsmatrix ist die QFD-Matrix. Ein ganz typisches Instrument steht für Quality Function Deployment, was man aus der Entwicklung kennt, wo man entsprechende Features und Funktionen, die ein Kunde haben möchte, entsprechend gegeneinander hält. Und im Grunde genommen machen wir hier nichts anderes. Wir fangen zunächst einmal an, unsere Kundenbedürfnisse, abgeleitet von den Kundenwerten, darzustellen. Die sammeln wir zunächst. Diese gesammelten Kundenbedürfnisse und Kundenwerte werden in einer senkrechten Spalte aufgetragen. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir lustig sind, diese auch zu priorisieren. Wenn es geht, würde ich das tun, denn am Ende brauchen wir eine Einschätzung, welche Dinge wir zuerst verändern wollen, denn unser Alltagsstress wird uns davon abhalten, dass wir alles auf einmal machen, wäre auch nicht sinnvoll, weil man sich dann verzettelt. Haben wir diese Kundenbedürfnisse erkannt, brauchen wir die richtigen Lösungen. Auch hier ist wieder Kreativität gefragt. Wir müssen uns diese neuen Ideen ausdenken und tragen die in einer horizontalen Spalte auf. In dieser horizontalen Spalte werden nun diese Verbindung zu der vertikalen Spalte gezogen. Wir können hier zum Beispiel ganz einfache Kreuzchen setzen in so einer Matrix und versuchen festzustellen, welches Kundenbedürfnis zu welcher Lösung gehört. Eine ideale Relationsmatrix hätte natürlich eine 1:1 Relation. Das bedeutet, zu einem Kundenbedürfnis gibt es auch genau eine Lösung. In der Realität wird das allerdings nicht passieren, denn es ist natürlich sehr viel komplexer. Sollten wir allerdings hier feststellen, dass wir zu einem Kundenwert, einem Kundenbedürfnis, eine ganze Bandbreite von Lösungen haben, dann ist vermutlich dieser Kundenwert zu allgemein formuliert und wir müssen nochmal etwas weiter detaillieren. Umgekehrt genauso, wenn wir eine Lösung haben, die nahezu alle Kundenwerte anspricht, dann ist diese Lösung wahrscheinlich auch zu allgemein. Wir sollten hier schon etwas präziser werden. Dieser Prozess kann eine Weile dauern und wenn dieser Prozess einige Wochen oder gar Monate in Anspruch nimmt und immer wieder revidiert wird und korrigiert wird und angepasst wird, so ist das völlig normal. Ist das Ganze einmal fertig und ich habe die Priorisierung, kann ich aufgrund dieser Priorisierung automatisch erkennen, welche Lösungen und Ideen die besten sind und mit welchen ich am ehesten anfangen möchte. Und das bringt uns in einem weiteren Schritt zu einer nächsten Ableitungsstufe, nämlich zu den Prozessen.
Sobald wir die Landschaft unserer Ideen, unserer Lösung, Produkte oder Dienstleistung oder gar beides verstanden haben und auch die Priorisierung aus der Ursprungspriorisierung der Kundenwerte verstanden, dann können wir das Gleiche, was wir vorher in der Matrix zwischen Kundenwerten und den Lösungen abgeleitet haben, genauso analog zwischen Lösung, also Produkte, Dienstleistung, zu Prozessen ableiten. Auch hier gibt es eine klare Zusammenhangsrelation zwischen den Lösungen und die Prozesse, die zur Realwerdung dieser Lösung nötig sind. Und auch hier werden wir natürlich wieder viele Dinge bereits haben und wir müssen hier verstehen, welche der Prozesse wir komplett neu gestalten müssen, welche wir auf ein anderes Level bringen müssen und welche wir vielleicht gar nicht mehr brauchen. Und danach, weil wir ja schon vorher von den Kundenwerten her priorisiert haben, können wir automatisch feststellen, welche Verbesserungsarbeit auf der Prozessebene als erstes kommen muss, weil wir ja vorher bereits eine Entscheidung getroffen haben, welche Kundenwerte wir für am allerwichtigsten halten. Kurz noch ein Hinweis zu der Priorisierung. Priorisieren heißt ja bekanntermaßen weglassen. Das bedeutet nicht, dass die Dinge, die in der Priorisierungsliste weiter hinten stehen, egal sind. Im Gegenteil, die sind genauso wichtig, aber sie werden nur später umgesetzt. Das führt dazu, dass wir uns nicht verzetteln. Wenn wir alles auf einmal machen wollen, dann werden wir unweigerlich am Ende nichts machen, weil es gibt nur selten Fälle, dass wir zu 100% nur an dieser einen Verbesserung arbeiten. Eine Ausnahme sind hier sicherlich Produktentwicklungsteams, sei es in der Softwareentwicklung, in der reinen Produktentwicklung. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als Entwicklungsarbeit. Die können sich dann natürlich auch sehr viel mehr an Parallelarbeit erlauben, weil die Teams entsprechend groß genug sind. Zum Abschluss noch ein paar Bemerkungen zu diesem Verfahren allgemein. Ich hatte es ja eingangs gesagt, es ist eine von ganz vielen Möglichkeiten und in meiner Erfahrung habe ich damit immer sehr gut arbeiten können, weil es immer wieder sicherstellt, dass man vom Kunden her denkt und immer versucht, sich selbst aus der eigenen Komfortzone hinaus zu bewegen, um mit den Augen des Kunden auf das zu schauen, was man eigentlich tut. Und jetzt hier ist der Begriff Kunde stellvertretend zu sehen für jede andere Form von Zielgruppe, für die man etwas macht. Diese Herangehensweise ist auch keineswegs nur für eine externe Instanz von Menschen gedacht, die kann man auch innerhalb von Organisationen als Abteilungsleiter, als Gruppenleiter, als Teamleiter genauso anwenden, denn innerhalb einer jeden Organisation gibt es auch eine Gruppe von Menschen, für die man etwas tut. Und ich möchte hier noch einen ganz wichtigen Hinweis loswerden. Das Ganze klingt erstmal trivial und systematisch, ist es allerdings keineswegs. Man wird unweigerlich darüber stolpern, dass man ein gewisses Lösungsangebot heute schon hat und man neigt dazu, dann Kundenwerte und Bedürfnisse dann zu entwickeln, sich auszudenken, weil man nicht wahrhaben will, dass vielleicht eine Idee, mit der man über Jahre oder gar Jahrzehnte erfolgreich war, nicht zu diesen Lösungen so richtig passen mag. Also wird man am Ende irgendwas da reinschreiben und das trifft vielleicht gar nicht zu. Hier ist es ganz wichtig, offen zu lassen, ist das wirklich ein Bedürfnis von heute und von morgen oder hat sich was verändert? Umgekehrt kann es natürlich genauso passieren, dass man gewisse Lösungen entwickelt, wo man glaubt, der Kunde muss die gut finden, aber er wird es am Ende womöglich nicht tun. Die einzige Möglichkeit, das rauszukriegen, ist ausprobieren. Es wird einem also keiner diese Verpflichtung abnehmen, Dinge in die Tat umzusetzen, vielleicht als Prototyp, als sogenanntes Minimum Viable Product, wie man auch im Fachjargon sagt, eine Art Testballon zu starten, um zu gucken, ob es der Kunde nimmt. Etwas, was hier unumgänglich ist, ist Kreativität. Man muss einfach Dinge anders denken. Man muss interdisziplinär denken. Menschen fragen, die vielleicht mit dem Thema sonst gar nichts zu tun haben. Man braucht dafür Freiraum. Wenn man jeden Tag durchgetaktet ist, wird man nie und nimmer auf die Idee kommen, etwas neu zu gestalten, Dinge neu auszuprobieren. Und das Ganze ist erstmal überhaupt gar nicht effizient, wohl aber sehr effektiv. Und hier sieht man sehr deutlich, welche Organisationen, welche Unternehmen, welche Behörden, welche Regierungen da sehr erfolgreich sind und welche verharren in der alten Starre und kommen aus ihren alten Mustern nicht raus. Und die Kreativität und den Mut, den kann einem wirklich keiner abnehmen. Kein Berater, keine Software, kein Lehrbuch und auch diese Relationsmatrix nicht. Wenn Sie feststellen auf Ihrer Reise in die Veränderung, dass Sie etwas in diesem Verfahren anpassen wollen oder dass Sie es ganz anders machen wollen, ist das auch richtig. Es gibt da kein richtig und falsch. Nur eines ist ganz sicher falsch, wenn Sie etwas tun, was an Ihrer Zielgruppe und an den Bedürfnissen Ihrer Zielgruppe vorbeigeht.